Herzlich willkommen, Freunde, zu dem nächsten Herausforderer. Er tritt mit der Typkombination Elektroboden an. So wie unsere zweite, oder meine zweite Teamaufstellung für diese Challenge. Mal sehen, ob er die erste Hürde locker flockig bewältigen kann oder Probleme kriegt. Okay. Zoompex und Voltula. Ich kann mir gut vorstellen, dass Voltula auf mich geht. Also auf mich in dem Punkt. Es ist... ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ich versuche jetzt mit Nitro-Ladung trotzdem Voltula anzugreifen. Klebenetz. Okay. Es ist keins, was direkt angreift, sondern erst mit Klebenetz agiert. Hielt sich durch Fokusgurt, das war irgendwie zu erwarten. So. Und Tarnsteine. Okay. So wird heute gespielt. Hoppla. Bin ich in den Lautstärkeregler gekommen. Entschuldigung. So. Okay. Dann machen wir das eben so. Eisode. Und Fassade. Ich tue jetzt meinen Fokus ablenken auf Zoompex. So, Grid Ring, Bams! Oh yeah, Donner auf. Ah, das war zu erwarten, aber sollte nicht allzu viel Schaden machen. Die Offensivweste. Ah, die Paralyse, die könnte jetzt ernsthafte Probleme machen. Oder auch nicht. Und Zoompex geht zu Boden, bevor hier überhaupt irgendetwas passieren kann. Nur Vanilla leitet weiter Schaden. So. Dann wird es Zeit, in der nächsten Runde Voltula auszuschalten. Mammutl. Okay. Sagen wir mal so: Kack auf Voltula. Wir richten unser Feuer auf Mammutl. Step. Komme ich nicht so auf nicht so viel Schaden wie. Obwohl, Step 90. Warte mal. Doch, wir kommen auf mehr Schaden. Aber wenn er dann wiederum die Speckschicht hat, was fast jedes Mammutl hat in dem Zeitding, wiederum nicht. Vielleicht sollte ich auch einfach die Damage-Quelle links ausschalten. Wartet mal. Nochmal ganz zurück. Ich richte meine Aquavelle auf Mammutl und wir schalten erstmal die Damage-Quelle links aus. Dafür sind wir jetzt schnell genug, bevor jetzt noch weiteres passiert. Bumm. Lieber mal noch Nummer sicher gehen. Erdbeben. Au. Er hat es auch selber ausgeschaltet. Er hätte echt seinen Voltula geopfert. Okay, da hätte ich eigentlich auch aufs Mammutl gehen können. Und ich kann mich nicht bewegen. Nur super. Aber, jetzt kommt das, was ich kacke finde. Nämlich das Klebenetz. Das macht mir jetzt hier ordentlich zu schaffen. So. Spukball auf das Ding, wenn du das dazu noch kommst. Und du verwendest Solarstrahl auf Mammutl. Hydropumpe. Xandu hält die Attacke ab. Solarstrahl! Schön mal Sonnenlicht absorbieren hier. Knall mal raus, mein Kumpel hier. Das ist auf jeden Fall effektiv. Egal ob, ja, es ist Ding oder nicht Ding. Ja, das fällt mir das Wort nicht ein. Arschfußball. Bums. Spezialverteidigung sinkt. Das kommt mir gerade recht. Batman! Oh je. So, gut. Da verwenden wir doch mal den Eisodem, ha? Huh? Auf jeden Fall weiß ich, was passiert, wenn mein Glaciola ausgeschaltet wird. Oder was ich machen werde. So.
Ich gehe jetzt für Hitzekoller auf Ikea. Wenn es jetzt trifft, ist sowieso gelaufen. Jupp. Okay, ich glaube. Und da geht die Offensivweste flöten. Wenn das Pferd überlebt. Natürlich. Super. Okay. Dann hauen wir mal raus. So, und Nilo natürlich. Die Tarnstein ist halt eine lockerflockige Aktion für den Erststart hier. Nilo juckt es eh nicht mit dem Klebenetz. Das ist dem egal. Da steht einfach sein. Da steht sein Mann und gut ist. So. Eisodem auf dich. Und du. Also, wenn wir es schaffen, Batman auszuschalten, gehe ich auf Amnesie einfach mal. Hydropumpe. Und wir sind tot. Ah. Diese Hydropumpe ist brutal. Na gut, mein Freund. Kommt dem Olaf ins Spiel hier. Klebenetz ist echt ein fieses Item, sage ich schon. Echt eine fiese Sache. Ist genauso heftig wie Tarnsteine, finde ich. So, Eissplitter, Eissperr, ich gehe für Eissplitter. So, und du gehst für Steinkante, bitte. Und versuchst Ikea aufzuhalten. Bams. Du stehst noch. Hydropumpe. Und, Olaf geht zum Boden. Toxin. Boom. Oh, Volltreffer. Komm, Nilo, du bräuchtest jetzt auch mal Aufheber, ha? Was hältst du davon? Switchst du mal um. So, Nilo. Gyroball auf Batman. Dieses Rotom noch genügend AP hat. Für eine Hydropumpe. Ja, hat's noch. Und das war's. Okay. Runde 2, Runde 1 ging an den Herausforderer. So, Herausforderer, willkommen in Runde 2. Mal gucken, wie du dich jetzt schlägst. So, Chico und Trio machen den Anfang, wie immer. Oh ja. Yeah. Ja, gehe ich hier. Ja, Windschnitt ist das Ideale, was halt Zapdos momentan machen könnte. Und du könntest idealerweise Steinhagel machen. So, hau mal drauf auf die Kacke. So. Na, da kommt noch das Klebenetz raus. Das ekelhafte Zeug, Klebenetz. Gut, Ziel erreicht. Voltula ist erstmal aus dem Spiel. Kaskade. Ja, auf mein Diktri. Mein Name ist Diktri. So. Okay, Zoompex. Ich habe nur zwei Pokémon, die sich da dagegen stellen können. Holen wir mal Ramon raus. Wenn ich überlege, er hat nur ein einziges
Pokémon drinne, was jetzt Ramon aufhalten könnte vorerst. Das müsste er erstmal einswitchen. Morlord. Da kommt Ikea. So. Du bist eh Gewaltschalt. Gewaltglas, so rum. Hat zwei Orbs, aber hast du. Du bist immun gegen die ganze Offensive von Rotom eigentlich. Die Hauptoffensive. Trickbetrug. Okay. Jetzt hat Ramon einen Wahlschal. Ach, kein Wunder, dass das Freedan so schnell war. Na gut. Das ist halt der Vorteil an den Spielern, die hier in diese Herausforderung reingehen. Sie wissen, was da erwartet. Sie wissen die Pokémon, sie können sich darauf einstellen. Jetzt hat er ein und dasselbe Item auf seiner Seite zweimal vertreten. So. Dann bleibt dann wohl nichts anderes übrig, als sich auf King zu switchen, wo er mit wahrscheinlich rechnet. Eigentlich hätte ich nochmal drin bleiben müssen. Naja, tritt ruhig ins Kledernetz. Lässt sich nicht vermeiden. Hydropumpe. Auf. Zapdos. Sollte eigentlich Zapdos noch aushalten, sag ich ja. Kaskade. Und Zapdos geht zu Boden. Schade. So. Zwei Pokémon mit einer schönen Wasseroffensive. Da haben wir doch auch noch eine Offensive dagegen. Komm mal raus, New. Klebenetz. Und natürlich die Tarnsteine. Darf sie nicht vergessen. Okay, New. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich habe eine Idee. So. Und du switchst dich mal auf Ramon zurück. Und so könnten wir vielleicht den Tod von Nidoking erstmal aufhalten. In diesem Wechsel. Morlord. Hydropumpe. H2 Absorber. Dankeschön. New setzt Surf ein. Ramon wird eh wieder geheilt. So, wusch. Bombs. So haben wir Zumpex ausgeschaltet und in dem Zug eigentlich keinen Schaden kassiert. Sehr schön. So, dann bin ich mal gespannt, was er jetzt reinholt. Theoretisch brauche ich mich erstmal nur auf die rechte Seite zu fokussieren, weil Rotom kann momentan nicht viel machen. Ja, da kommt Batman. So, okay, du machst weiter Surfer. Und du machst Kaskade auf ihn. Ich lasse jetzt mal Rotom ganz liegen. Bin mal gespannt, mit was sich Rotom jetzt werden möchte. Batman macht Schutzschild. Soll er von mir aus. Zip. Sollte nicht viel Schaden machen, sag ich ja. Dankeschön. Eigentlich könnte ich ja, wenn er das so weiter provoziert, könnte ich auch eigentlich mit Kaskade auch meinen Partner heilen. So. Also machen wir mal das.
Soll ich es einfach mal machen und meinen Partner angreifen? Obwohl, Batman kann jetzt kein Schutzschild machen. Greifen wir erstmal Batman an. So. Und einmal Surfer zum Gruße. Watsch. Abschlag. Ah, willst du meine Offensivweste loswerden? Nee, sogar mich finishen. Egal. Banzai! So, jetzt habe ich nur die Waschmaschine da links stehen, die mir noch auf den Zeiger gehen könnte. So, ich muss jetzt Laura in den Kampf rufen, weil ich sonst kein Elektro-Pokémon mehr übrig habe. Ja, ja, dieses verdammte Klebenetz. So. Energieball. Du gehst auf... Na, du bist ja eh... Wer ist Gewaltschalt, also von daher... Wehrt die Attacke ab. Energieball. Bams. Mortal Erdbeben. Ja, stimmt ja, du hast ja noch Schwebe. Ja, ja. So ein Mist. Rar. Boom. Boom. Komm schon. Und Ikea geht zu Boden. Gut, jetzt bleibt nur noch Ramon und King. Und da kommt Sonic. So. Erdkräfte erstmal auf Mamutl. Und Moskaskade auch auf Mamutl. Erstmal müssen wir Mamutl loswerden. Das ist jetzt hier das größere Problem. Aus meiner Sicht. Das war klar, die Mega-Evolution. Jetzt kommt Bedrohung ins Spiel, aber das juckt, okay, es juckt Ramon. Aber eigentlich nicht, es ist ja Morlord. Eisplitter. Komm halt durch. Oh yeah, er hält durch. Und Kraftreserve. Wahrscheinlich Pflanze, oder? Was anderes wäre unlogisch. Okay, das wird... ist ein ziemlich knappes Match. Leider haben wir keinen Speed-Vorteil, dank des Klebenetzes. Leider, leider. Okay, gut gespielt. So, macht sich da jetzt einer... den Weg frei zur Ruhmeshalle. Das werden wir in diesem Match erfahren. Er hat in seinen vorigen Matches schon anhand guter Anpassung an die Challenge schon sehr gute Kombinationen, Aktionen dargeboten. Mal sehen, ob er es in der letzten Aufstellung auch so gut hinkriegt. Was halt lustig ist, beide Anwender hier haben eigentlich dieselbe Offensive. Beide Seiten. Beide arbeiten mit Klebenetz und Tarnsteinen. Klapp, klapp, klapp. So. Also, Selfie geht als nächstes für Lichtschild. So, und jetzt kommen die Giftspitzen zum Einsatz. Na, mal gucken.
Käfergebrumm. Ah, mein armer Selfe. Ah, steht noch. Nom, 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 nom. So. Da stehe ich, bin ich wieder ganz gut dabei. Lichtschild. Zim. Sehr gut. Kaskade. Hui. Plopp. Aber wir leben noch. Für die einfachen Giftspitzen kann es nun losgehen. So. Dann gehen wir mal hier auf Angeberei. Du versuchst nochmal Giftspitzen. Oh, oh, du magst mein kleines Pokémon nicht, habe ich das Gefühl. Oh. Kann doch nichts dafür. Hier. Werd schön aggressiv, mein Kleiner. So. Pom. Passt. So, jetzt muss ich gucken, gerade, wir haben ein Lichtschild draußen. Bericht. So, du hast die bessere Spezialverteidigung. Ich muss ja ein Gift-Pokémon reinrufen. Theoretisch wärst du das Praktischere von beiden, wenn du bessere Verteidigung hast. Und gleichzeitig noch einmal einen Wald Giftspitzen auslegen kannst. Weil der Lichtschild steht ja. Dadurch ist Smogmog jetzt die klügere Wahl. So, Schmarotzer. Und Giftspitzen. So. Komm, hau dich selber. Ja, sehr schön. Schmarotzer. Bam. So, jetzt hast du genügend Gift hier um dich herum liegen. Das sollte wenig Schaden machen. Das war ein Volltreffer, what the fuck? So. Du machst nochmal Schmarotzer. Du machst Leitteiler mit dem. Entweder aus sich selber oder greifst an. Käfergebumm. Er steht noch. Und zack. Du aber nicht mehr. So, Leitteiler. Gib mal ein bisschen Energie her. Wow, du hast ziemlich viel KP. Ja, was erwarte ich auch von einem Sumpex? So. Eigentlich kann ich jetzt dauerhaft Leitteiler machen. Weil hindert mich ja keiner dran. Und Ikea kommt in den Einsatz. So. Schaden machen oder verwirren? Ich verwirre es, wenn ich dazu komme. So. Du machst jetzt mal Giftschock auf Ikea. Das war klar, dass du jetzt versuchst, meinen Self erstmal loszuwerden. Giftschock. Kaskade. Bumm. Lang Smogchan das aushalten kann. Leider kommt momentan noch nicht das Gift zur Geltung, weil das alles halt Pokémon sind, die fliegend sind. So, jetzt muss ich Offensive rausholen. Metagross natürlich. Metagross als Damage Dealer. Bams, bumm. So, Don, wird Zeit aufzuräumen, hä? Das ist jetzt Gewaltschalt auf Donnerblitz. Eigentlich hier Zenkopf stoßen, dann sollte es gegessen sein. Leitteiler auf dich. Mal gucken. Volltreffer. Meine Güte, du hast echt Glück mit den Volltreffern, mein Freund. Bams! Und tschüss. Da geht Ikea wieder zurück. Erdbeben. Smogchan, kein Schaden. Uah, da fällt das um.
Unser Donny. Und Leitheiler. So. Wir haben nur noch ein Psycho-Pokémon. Starmie. So. Starmie kommt jetzt zum Einsatz. Und von der Seite kommt Sonic. Was jetzt erstmal vergiftet, geslowt und getarnsteint wird. Also eigentlich kompletter Fist. Kann man quasi sagen. So, dann gehen wir mal für Hydro-Pumpe. Und du gehst auf Giftschock. Auch auf ihn. So, da kommt Mega Voltenso. Mit Bedroher. Warum ich das immer betone mit Bedroher? So, komm schon. Ah! Und da geht mein Pokémon hin. Schade. Smogchan kann ich angreifen. Nein, Smogchan. So, und die Vergiftung schlägt wahrscheinlich jetzt zu erstmal. Plopp. So, jetzt haben wir nur Sweetie. Das heißt, zwei Pokémon bleiben übrig. Beide Gift-Pokémon. In diesem Kampf. Auf Erdbeben wird er nicht gehen. Da würde er sein Pokémon rechts, erstes vergewaltigen. Das wäre nicht so schön für ihn. Geh mal hier für Giftschock. Du hast eine hohe Spätstärke. Kaskade. Okay, er versucht Sweetie erstmal loszuwerden. Komm schon. Horta. Horta deins. Verteidigung steigt. Spezialverteidigung steigt. So. Alle heilen sich hier bis auf Sonic wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Er heilt sich nicht. So, Sweetie. Du machst jetzt erstmal Schutzschild. Du machst hier schön nochmal weiter Spam auf den. Ja, schützt dich selbst. Hier schön den Giftschock. Watz. Einfach mal angekotzt. Ja, du hast echt auf Sweetie abgesehen, mein Freund. Also Smogmog und der wären hier keine guten Freunde. Definitiv nicht. So, ich versuche nochmal mit Horta mich zu boosten. Und ja, was machen wir jetzt? Giftschock. Attacken. Ich wollte nicht auf Schutzschild. Ich wollte auf Giftschock. Ja. Wenn das Ziel vergiftet ist. Das heißt, ich kann eigentlich nur damit Bonusschaden machen an dem anderen. So, Giftschock. Ist halt blöd, dass wir nicht genügend Schaden machen. So. Und tschüss. Warum habe ich das nicht eigentlich gleich gemacht? Hätte ich das eigentlich komplett ausschalten können? Und bleibst stehen, komm! Ah, Sweetie geht down. Lustig. Smogchan steht nur noch da. Und Batman kommt rein.
So. Machen wir erstmal Schutzschild. Wir warten. Ich warte nämlich drauf, dass diese Gift-Orb von dem Scorecrow wirkt, damit wir da zusätzlichen Schaden machen. Aber letzten Endes sieht's kacke aus. Wenn ich mal so meine Diagnose stellen darf. Hätte sich Smogchan auf 3 boosten können, also Horta auf 3 setzen können, wäre das für ihn jetzt ein Problem gewesen. Aber er konnte dieses Problem noch vorzeitig abwenden. Und dahergehend. Ja. Hat er jetzt erstmal kein Problem, so wirklich. Nee. Das wird definitiv nichts. Glaube ich zumindest. Aufheber, ja, okay. Damit komme ich noch klar, aber unsere AP reichen nicht aus, um alle beide zu besiegen. Vor allem, es ist ja noch einer. Ja, es ist da. Ach ja, Delegator-Taktik. Nicht sehr effektiv. Aber es lässt nach. Letzten Endes hat er gerade mehr Schaden gefressen, als die Sache wert war. So. Gut, gut. Dann verwenden wir Light-Teiler, auch wenn es jetzt keinen erstes sicheren Sieg mehr geben kann für Smogchan. Werden wir trotzdem mal versuchen, noch den Light-Teiler rauszuprügeln. Und das war's. Damit gratuliere ich ein weiterer Sieger, ja. Ein weiterer Eintrag in der Rumushalle. Damit würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch. Waren 3 schöne Kämpfe, schön spannend. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wer mich herausfordern will, unten in der Videobeschreibung findet ihr alle nötigen Infos dazu. Wenn es jetzt eine längere Wartezeit geben sollte, am Ende eine Luftzeit, dann liegt es daran, dass dieses Video... Ui, Mann, ich formuliere das jedes Mal anders da. Dieses Video nicht anhand der Videolänge spoilern soll, wie es letzten Endes ausgeht, sondern... Ja, es soll einfach nicht spoilern. Ich verabschiede mich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.